Oh, 10 Sekunden später. Nehmen wir einfach das da. Das Plastikbarren-Ding. Grommelgrompf. Kohle- und Petroleumgas. Ja, das machen wir gleich. Ah, das ist doch doof. Ist alles nur eine Frage der Zeit, bis ich das auch wieder drauf habe. Das Problem ist nur, das war jetzt sogar schon eine Sache aus DiTech. Das heißt, das Symbol müsste ich eigentlich kennen. Auch wenn da jetzt wieder Bob Logistics steht. Aber das Symbol gab es, glaube ich, auch schon vorher mal. Also wenn nicht in DiTech, dann in irgendeinem anderen Mod, was auch immer, was wir mal benutzt haben. Ja, gut. Was machen wir jetzt, während das forscht? Wir können wir noch irgendwas in Richtung Roboter machen? Braucht Plastik, braucht Carbon, braucht die Chip-Dinger da. Wir können die da herstellen. Die haben wir noch nicht automatisiert. Und die schmeißen wir dann da rein. Damit wir mehr von den weißen Chips kriegen. Also für die Vorlage für die weißen Chips. Dann sollten wir mal dafür sorgen, dass auch genug Tin da ist. Also Tin ablaufen, Silber ablaufen, Blei ablaufen. Die da reinschmeißen. Genau, dann die Holz, Eisen, Kupferkisten hier füllen, weil Eisen ist schon wieder alle. Sehe ich genau. Zack. Holz, zack. Kupfer ist eigentlich, ja. Kupfer ist das geringste Problem. Gib mir Eisen. 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 So. Nimm, 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 genau. Also einmal alle Ressourcen ablaufen. Dann die restliche Mauer bauen. Zack. Du bist das Falsche, du bist Zink. Zink habe ich irgendwie zu viel momentan. Ich weiß nicht, was wir damit machen sollen. Gib mir bitte alles an Blei. Schmeiß Blei hier rein. Du hast noch genug Tin. Ja. Wo kriegen wir Tin her? Da hinten kriegen wir Tin her. Und das Spieler Crafting hat wieder nichts zu tun. Stell mal her. Ich wollte eigentlich noch die Yuki-Türme da testen. Wegen Verteidigungsanlagen und so. Range 25, Range 30. Ja, unsere Dinger haben hier nur Range 17. Das heißt, der hätte fast eine doppelt so hohe Reichweite. Müssten wir nur Unicomp N4 irgendwo herbekommen? Guck ich mir gleich an. Erstmal du mitkommen. Und die Mauer zu Ende setzen. Und eigentlich die besseren Poles bauen, damit wir an der Mauer lang einmal das Muster haben, damit wir auch Licht an der Mauer haben. Wobei Licht das nächste Stichwort wäre. Da hätte ich eigentlich ganz gern die tollen Lampen. Was ist ein Charged FC? Da. Aus Condensed FC. Und Condensed FC ist Crushed FC? Das ist ein Charged Chunk. Hey, das scheint gar nicht so schwierig zu sein. Was, wir könnten eine Superlampe bauen. Brech die mal ab. Und bauen mal ein P und ein C und ein W, wo wir gerade dabei sind. Und mit den drei Sachen kann ich das wohl hoffentlich irgendwie bauen. Wenn wir die Rohstoffe haben. Du bist Uran. Ich brauche so ein Charged irgendwas. Das ist Rare Earth. Ich weiß, Charged war auch grün, aber es war ein anderes Grün. Du bist das Muster? Gut. Hoch. 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 Passt. Das Lampenmuster. Oh, das ist sogar die Lichtgeschichte. Hier. Da, eins, zwei. Da, eins, zwei. Da, eins, zwei. Unpraktisch. Egal. Wir haben Licht an der Außenmauer. An der unbewachten Außenmauer übrigens. Aber das ist nicht schlimm, weil wir werden ja nicht angegriffen. Und wenn wir angegriffen werden, könnte ich es jederzeit selber zurückschlagen mit der Machine Gun noch, weil noch keine großen Beute da sind. Medium könnten inzwischen da sein, aber große bezweifle ich.
Und wenn das wirklich kommen sollte, können wir einfach ganz viele Luftfilter bauen. Also bisher wirkt es alles sehr machbar. Das einzige Problem ist halt diese schiere Masse an neuen Subkomponenten und Sachen, mit denen man sich austoben kann, alternative Ressourcenquellen und boah, das macht es gerade kompliziert. So, ich habe immer noch keinen Charged, was auch immer, gefunden. Das Charged, was auch immer, ist doch bestimmt eins von diesen beiden grünen Sachen hier oben. Habe ich noch ein paar mehr Tage? Und nochmal einen Tag hier, so. Rare Earth, Rare Earth, ist alles Rare Earth. Ist auch Rare Earth, ist alles Rare Earth. Okay, dann muss es der Grünturm sein. Das sind Gemstones. Was? Das sind auch Gemstones. Ach so, stimmt, in der Wüste war das, ne? Ach Gottchen. Ah ne, da, Charge Chunk. Sehr gut. Und es wird hell. Perfekt. Aber wir sind ein bisschen nah am Feind, ne? Ja. Such mal eins mit hier. 192. Das klingt doch gut. Charge Chunk. Ja, die nächste Frage ist jetzt, wie viele brauchen wir davon? Und das mache ich eigentlich alles gerade, um Lampen zu bauen, richtig? Gut, wollte ich mir nochmal vor Augen führen. Stelle her, die brauchen wir immer. So. Und ich hoffe, das gibt jetzt gute Erfahrungspunkte. Ja, wir kriegen jetzt Crafting-Bonus. Ich hätte gern Mining-Bonus, damit wir mehr von diesen seltenen Ressourcen bekommen. Mining Level 7. Das klingt jetzt nicht besonders hoch. Was hatten wir beim Crafting? 23, 24 oder so? Ah, 11 Chunks. 12 Chunks, das muss erstmal reichen. Ich muss hier eh erstmal testen, wie stark genau diese Lampen überhaupt sind. Vielleicht reicht es ja, wenn ich in alle vier Ecken eine davon stelle und wir haben genug Licht oder so. Auch wenn das ein Ding übertrieben wäre. Aber, ja, gucken wir mal. So, wir haben Cs, wir haben Ps, wir haben Ws. Wie war jetzt die Reihenfolge? Wir brauchen das da. Dafür brauchen wir Charge Chunk und Wasser in C. Okay. Dann brauchen wir die da in einem P. Und die da wieder in einem P. Also bräuchten wir theoretisch noch ein zweites P. Okay, bauen noch ein P. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Und ich laufe vollkommen falsch. Jo. Einmal links abbiegen, bitte. Das heißt, wir brauchen nur irgendwo Wasser. Hier unten war ganz viel Wasser. Da war ganz viel Wasser, genau. Dann machen wir ein C. Dann ein B. Und dahinter noch ein B. Du machst den. Du machst den. Und du machst den. Und ich hätte gerne blaue Ärmchen. Genau. Tim, Tim. So, und du brauchst Wasser, also hätten wir gerne zwei Rohre. Und du kriegst das. Und jetzt sollten wir am Ende das Zeug rausbekommen, was wir für die Lampen brauchen. Achso, und noch irgendwelche Nebenprodukte hier. Dieses Slag-Zeug. Und Plastik ist fertig. Sehr schön. Das heißt, jetzt können wir die Chips bauen? Ich glaube schon. Ist irritierend, dass es jetzt auf einmal alles so gut klappt. Nein. Mach bitte irgendwas. Was macht Air Filtering? Filter Air. Air Filtermaschinen. Wir haben doch schon eine Air Filtermaschine. Also das ist wieder was anderes, ne? Ja, nee, das ist okay. Toolbelt. Toolbelt klingt sehr gut. So, und verarbeite vielleicht nicht alles davon. Ja, das muss erstmal reichen. Wir haben jetzt ein so ein Ding. Und baue damit jetzt mal bitte eine Megalampe. Und guck mal, wie stark so eine Megalampe ist. Dafür. Oh, wir haben es ja Nacht. Okay. Dann gehen wir in die obere linke Ecke.
hoffe, dass die Nacht noch eine Weile hält und setze mal die Alienlampe dahin. Da. Ja. Die ist hell. Okay. Davon hätte ich gerne mehr. Dann haben wir nämlich gar kein Lichtmuster mehr. Nicht mehr wirklich. Und pflanzen einfach davon ein paar Stück verteilt hin und gut ist. Jo, sehr schön. Okay, mehr davon machen. Viel mehr davon machen. Und dann kümmern wir uns gleich ums Plastik. Du mach hier weiter. Was? Achso. Slack muss abproduziert werden. Nimmer. Wir haben noch keine intelligenten Ärmchen, oder? Doch da, die sind aber komischerweise hier mit drin. Du nimm bitte raus. Ja, die Ansicht ist sehr verstörend mit allen Sachen, die man später bauen kann. Slack war Yugi, ne? Da, nimm Slack raus. Und tust hier eine Kiste. So, und bau Yugi. Was? Wir haben kein Holz. Ah, da wurde ich vorgewarnt. Und ich habe es nicht beachtet. Dadurch, dass wir jetzt Plastik erforscht haben, können wir keine Holzbretter mehr herstellen. Sondern nur noch synthetische Holzbretter. Und die sind... Was? Ich kann noch Holzbretter herstellen. Achso, aber die Rezepte dafür wurden deaktiviert. Irgendwie so. Oder warum machst du das jetzt nicht? Ja, unten wurde das ersetzt. Von Holzbrett zu synthetischem Holzbrett. Und wo ist synthetisches Holzbrett? Ich mag das nicht. Synthetic Wood. Ja, wo ist Synthetic Wood? Da, aus Schweröl. Das ist nicht gut. Schweröl brauchen wir irgendwie recht häufig gerade. Da. Setzen wir noch einen Tank jetzt daneben. Und setzen wir hier auch noch einen Tank daneben. Und dann müsste auch wieder Schweröl hergestellt werden und dann müsste auch da das Holz kommen. Da. So. Oh, dauert das. Da. Da ist dieses synthetische Holz. Synthetisches Holz. Yuki-Lampen da. Bau zwei Yuki-Lampen. Und zwar bauen wir dann noch eine hier hin und dann reicht das schon fast. Wobei, warte mal, die müssen wir gar nicht außen hinbauen. Die sollten wir eigentlich eher irgendwo zentral hinbauen, ne? Naja, ist okay. Können wir ein bisschen weiter nach draußen gucken. Können wir die Alien-Horden sehen, wie sie angelaufen kommen. Bau dich mal... dahin. Zack. Jo, reicht völlig. Schöne Sache. Dich bauen wir mal einfach irgendwo hier hinter die Ölfabrik. Und alles ist hell. Schön, 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 schön. Also ja, Yuki, das Mod-Ding da ist echt super, was das alles einfügt. Und ist auch irgendwie in sich geschlossen. Nicht so viel hin und her und ja, ich weiß auch nicht. So, jetzt Plastik. Plastik braucht eine Chemical Plant, braucht Petroleumgas. Da. Zip. Du. Plastik und Kohle. Kohle könnte ein Problem sein. Gleich. Bau hier. Weil Kohle wird bisher immer... Ach, wir können Kohle herstellen, oder? Also erstmal mach hier schon mal, damit du überhaupt anfängst, das herzustellen. Dann tust du das bitte hier in eine Kiste. Und gibst uns davon gleich was. Weil ich will meinen ersten weißen Chip herstellen, verdammt nochmal. Oh, Jungens, was fehlt denn jetzt schon wieder? Carbon fehlt. So. Ta-ta-ta-ta. Oh Gott. Da macht er ein Autosave. Zu viele Subkomponenten. Ja, Ratter, 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 Ratter. Und wir können keine Kohle replizieren, das müssten wir erst erforschen.
Das müssten wir auch dem anderen Ding erforschen. Ja, das ist schade. Okay, dann erforsch bitte die Zentrifuge, damit wir das Schwefelholz bekommen. Noch eine Sache weniger, die dann mit dem Öl abhängig ist. Mal hier ein bisschen was von. Da ein bisschen was von. Ja, Kohle. Wir müssen die Kohle darunter bekommen. Zum Plastik. Wisst ihr, was richtig toll wäre, um Kohle runter zum Plastik zu bekommen? Roboter. Und auch hier schon wieder dieses doofe synthetische Holz. Also jemand hatte in den Kommentaren dazu auch einen Code geschrieben, der das Ganze wieder rückgängig macht. Ich glaube, den nutze ich. Weil ich finde das albern, dass ich jetzt kein natürliches Holz benutzen kann, nur weil ich Plastik erforscht habe. Weil natürliches Holz ist immer noch genauso gut wie falsches Holz und so ähnlich. Das heißt, ich suche jetzt mal den Code raus und bastle ihn rein. Bis gleich.